Halli, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Dark Souls Remastered. Wir sind mittlerweile angekommen in den Untiefen, wenn ich mich jetzt nicht komplett im Namen täusche, wo wir ja den Zugang bekommen haben, indem wir dem Ziegendämon so richtig eins in die Fresse gegeben haben, aber so richtig. So, und jetzt müssen wir hier unten durch, damit wir einfach mal nach Schandstadt kommen. Denn da müssen wir hin. Für die zweite fucking Glocke, die wir noch brauchen. Die ersten haben wir ja bei den Gargoyles aktiviert. Also die erste Glocke. Kommst du hoch? Oder nicht? Ja, er kommt ja schon. Ich möchte nämlich gerne den Typen erledigen, bevor ich hier die anderen anlocke. Wobei, was macht denn der da hinten jetzt? Kommt der jetzt echt angetanzt? Willst du mich verarschen? Die beiden weiter vorne interessiert das alles überhaupt nicht. Aber Hauptsache, du musst kommen. Hauptsache du, ach Gott, jetzt dreht ihr wieder um oder auch nicht. Was ist los mit euch? Na komm, hier bin ich. Na komm her. Ja, du mit deinem dicken Hackebeil. Oh Gott. Ja, hier. Mal schön ein Schwert in den Anus rein. Oh, lass mich in Frieden. So. Gut, das war mal einer von denen, aber wenn ich mich richtig erinnere, sollte da irgendwo noch ein zweiter sein. So, euch mal weg, euch mal weg. Ja, stimmt, unten steht ja noch der Hund, den ich gerade erblickt habe. Hallo. So, du auch weg. So, wo war denn hier nochmal der zweite von den Metzger-Typen? Wo war denn der nochmal? Bin mir nicht mehr sicher. Hallo, Hundi. Ja, war ja klar, dass du mich erwischt. Scheiß Mistviecher. Ach, noch einer. Na komm. Oh, jetzt springt er wieder weg. Was? Der hat es überlebt. Komm her, komm her, komm her. So. Auch tot. Finde ich gut. So, das ist keine Mimik. Die große Glut. Sehr schön. Die können wir an Dreh bringen. Der kann damit schöne, feine neue Sachen machen. So, und ich weiß auch noch, dass hier noch ein Loch war. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das hingeht. Deswegen springe ich jetzt einfach mal nicht runter. Was ich jetzt auch mal machen werde, mir einfach mal diese Kack-Mistviecher da unten einfach mal schön anlocken. Oh Gott, da hat er mich in den Arsch gebissen. So, das war ja aber nicht der einzige. Da hinten steht noch einer. Das ist zwar kein Hund. Trotzdem ist das nervig da unten. Ich will halt nicht da unten kämpfen, denn wenn man da runter geht, ist man einfach fucking langsam. Das ist einfach nur mega nervig. Nee, warte mal, so, so, so. Oh Gott, der ist schneller als gedacht. So, gut. Ich glaube, das sollten es alle gewesen sein. Glaube ich. Aber man sieht schon. Gott, ist man langsam hier. Oh, so langsam. Richtig scheiße. Aber hier kommt man hoch. Wo ist hier nochmal? Hier war doch immer irgendwo immer der zweite Metzger. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Was allerdings hier drin ist, ist ein neuer Kumpane, der eigentlich ganz interessant ist, denn der Typ ist ein Pyromant. Thank you. I would have been a sucker without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. Ja, gern geschehen. Ja, habe ich doch gerne gemacht, mein Freund. Ich glaube, jetzt wiederholt er sich wieder. Okay. Gut, ich weiß aber schon, dass der sich auch wieder
zurückbegeben wird zum Feuerbandschrein. So, bevor wir hier jetzt überhaupt weitergehen, ist es einfach meine Pflicht, als Held und als guter Bürger, hier drin alle Kisten kaputt zu machen. So, ich glaube, das waren alle. Nee, ein Kübel ist hier noch. Ja, das sieht schon besser aus. Gefällt mir schon bei Weitem besser. Jetzt frage ich mich noch immer, wo ist der zweite Arsch? Jetzt habe ich ihn gehört. Ha, da bist du. Na, komm her. Ja, mach doch sowas nicht. Das lässt dich viel zu offen für Attacken, mein Freund. Viel zu offen bist du dadurch. Na komm, 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 komm. Ja, schön machst du das. Einfach nochmal knallhart hinten rein. Und tschüss. Und einen guten alten Sack haben wir bekommen. Ein geiler Sack. Richtig geil. So, ich glaube aber, das war's jetzt da. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier mal drei von denen waren. Glaube ich jetzt nicht. Gut, dann können wir weiter nach unten. In die beschissene Kanalisation, wo auch diese Kackviecher auf uns warten. Hier, komm runter. Ich lasse mich doch von dir nicht in die Falle locken, hä? Das Problem an den Viechern ist, die machen eigentlich nicht viel. Aber sie halten halt so viel aus. Wo kommst denn du her? Au! Okay, von dem Typ habe ich nichts mehr gewusst. So, einer mal weg. Kann ich mir zumindest mal das Item holen. Eine gute alte Seele. So, hier war glaube ich nichts. So, da hinten steht mal der Typ, den wir ja gerne mal anlocken können. Na komm her, mein Freund. Komm zu mir. Lauf in deinen Tod. Na komm. Ja, hauen wir noch einmal drauf und dann bist du weg. So, da oben hängen jetzt noch wahnsinnig viele von diesen Glibberviechern, aber will ich eigentlich gar nicht machen. Ah, fuck. Ja, hat er mich doch erwischt. Ich dachte, ich würde sich ausgehen, wenn ich da runter hinlaufe. Aber anscheinend nicht. Lass mich los. Lass mich einfach in Frieden, ihr Scheißviecher. Ich habe keine Lust auf euch. So, hier haben wir ja zum Glück schon den Generalschlüssel. Ansonsten müssen wir noch weiter runtergehen, um hier den Schlüssel zu finden. Aber hey, mit dem Generalschlüssel, haha, kein Problem. Hallo Leute, ich mache auch mal kurz eine Rast. So, jetzt wollen wir hier natürlich erstmal das Feuerchen hier entfachen, damit ich wieder meine 10 Estus-Flakon bekomme. So, und kann ich aufsteigen? Ja, kann ich. Dann gebe ich mir doch mal ein bisschen Beweglichkeit. Klingt doch ganz gut. Okay, will ich sonst noch irgendwas machen? Eigentlich nicht so wirklich. Eigentlich nicht so wirklich. Okay. Na, hier komm rein. Ich müsste eigentlich vielleicht mal... Ach shit, ich habe ja noch gar nicht die Reparaturbox. Ich wollte eigentlich gerade mal abchecken, wie viel meine Sachen noch aushalten. Denn wenn die mir hier kaputt gehen sollten, wäre das echt ein Scheiß. So, hier kann man runter. Bringt uns aber momentan überhaupt nichts. Danke, Holzplanke, dass du weggehst. Nee, kann ich noch nicht durch. Aber wir sehen hier zumindest mal Ratti. Die Rattenmama. Hallo. Wie geht's denn so? Ich kann jetzt theoretisch hergehen. Und die hier durch. Ein bisschen links. Oder auch nicht. Ja, es geht. Könnte ich theoretisch machen. Mache ich aber nicht. Das soll jetzt hier nicht der komplette Beschiss-Run werden. Durch Dark Souls. Nein, nein, wir wollen hier schon ein bisschen was anständig machen. Da kommt schon Ratten. Hat der mich echt in den Arsch gebissen, ey. Was soll denn das?
So, was gibst du mir? Menschlichkeit. Ach ja, stimmt. Das fand ich ja auch immer irgendwie witzig an Dark Souls, dass Ratten Menschlichkeit droppen. Hat irgendwie schon was Ironisches. Ein bisschen. Ich weiß nicht, war das hier die Kiste? Ja, das war die Kiste. Wo die fucking Ratte rausspringt. Noch eine Ratte. Ja komm, du springst natürlich da runter, wo deine ganzen Kollegen warten. Aber glaubst du echt, darf alle rein? Natürlich nicht. Ich kann aber einfach nicht zielen und treffe dich nicht. Na komm hier hoch. So. Wo kommen die nächsten? Hier kommt. Her. Jetzt dreht mir nicht den Rücken zu. Das ist ja schon ein bisschen unhöflich, was ich hier tut. Und die letzte. Kanalkammerschlüssel. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist das der Schlüssel, der einen normalerweise zum Leuchtfeuer bringt? Ist er das oder ist er das nicht? Gucken wir mal. Öffne Kanalkammer in den Tiefen. In jeder Gesellschaft gibt es ein paar ebenso schwarze wie gierige Schafe. Würden sie bekehrt, wenn sie ein Untot in die Tiefen verbannt würden? Verwende den Schlüssel und finde es heraus. Okay, das sagt überhaupt nichts. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob das der Schlüssel war. Jupp. Da oben wurde was gedroppt. Menschlichkeit. Danke. So, Moment mal. Wie war das hier nochmal? Hier gab es doch diese Löcher. Ja, genau, die hier. Diese Löcher, wo man runterfallen kann. Wo ich theoretisch gesehen auch drüber springen kann. Aber das Risiko werde ich jetzt einfach mal überhaupt nicht eingehen. Denn wenn ich das tue, komme ich an einen Ort, wo eine ganz besonders beschissene Art von Gegner wartet, nämlich die Basilisken. Und was machen die Basilisken? Tja, die Motherfucker verfluchen einen. Und das will ich halt überhaupt nicht. Ich meine, ich werde früher oder später darunter müssen. Einfach nur des Lootes wegen. Aber jetzt noch nicht. Ach ja, stimmt, hier war der Magier. Oh Gott. Wir sind scheiß Ratten. Bleib doch mal still stehen. Oh, der hat mich gesehen. Na, fuck you. Tja, scheiße, wenn man durch jeden Headshot unterbrochen wird, hä? Du Motherfucker. So, da will ich gar nicht runtergehen, wenn da die beschissenen Ratten stehen. Ich weiß doch jetzt schon, wenn ich das tue, dann vergiften die mich. Außerdem sind es auch noch ein paar größere Brocken. Aua, hey, spreng mich auf meinen Kopf. Was soll denn das? Sowas Unhöfliches. Habe ich doch noch nie erlebt. Meine Güte. Na, noch eine. So, weg mit der. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann war hier noch eine. Ja, okay. Oh Gott, das waren sogar zwei. So, und wenn wir hier mal runter gucken, wo wir auch schon diesen schönen Blutfleck sehen, diese wunderbare Arena, dort befindet sich der nächste Boss. Aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Pass auf Gegenstand. Oh, tatsächlich. Große Scherbe. Na gut. Sag ich mal nicht nein. Okay, gut. Jetzt wieder auf fucking Löcher aufpassen. Ja, okay. Ist er schon tot? Ist er schon tot? Ach, okay. Das war ja die, wo ich von der anderen Seite gekommen bin. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Alles cool, alles klar. Meine Orientierung hat mich also doch nicht komplett hundertprozentig verlassen. Hey, bleib du stehen. Jetzt mal im Ernst. So, hier ist die. Da ist ja auch noch ein Loch. Das weiß ich aber gerade nicht mehr. Habe ich auf der anderen Seite auch ein Item gesehen? Ich glaube jetzt fast nicht, aber... da schwimmt nur ein Blob. Na gut, dann muss Mr. Blob halt weg.
Gott, besonders das in dem fucking engen Gang. Ich meine, die Mistviecher sind zwar wahnsinnig empfindlich gegen Feuer, aber ich will jetzt nicht meine ganzen Brandbomben gegen die Motherfucker verschwenden. So. Ne, okay, gut, hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder eine schöne Runde zurück. Und meine. Oh Gott, Nase juckt. Oh, da hat man schon gerade. Oh, Ratti ist da. Hullala. Hallo. Au. Ja, jetzt beruhig dich doch mal wieder. Na, komm. Ah, toll, voll daneben gesprungen. Au. Okay, darf ich mal bitte einfach nur zur Seite? Ey, lass das. Ich muss mich mal kurz hier, bitte, wenn ich das mal darf. Wo ist denn die fucking Tür? Da ist die Tür. Hui. Ich will mich nur mal kurz zurückziehen, um mich zu heilen. Fucking Ratten. Hier, komm her. Au. So, jetzt stirb aber. Mann, ey. Natürlich wieder Menschlichkeit. Was denn sonst von Ratten? Okay. Das hier weg. Oh. Ach ja, stimmt, da war ich ja schon auf der Seite. So, es gibt ja auch irgendwie einen Weg, wie man da hochkommt, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr, wie das ging. Keine Ahnung mehr. Überhaupt keine. Aber gut, wir müssen jetzt sowieso leider Gottes darunter. Oh nein, und der Sprung geht sich nicht aus. Ja, scheiße. Und jetzt sind wir da unten, wo ich eigentlich nie mein Leben hin will. So, sehen wir hier schon ein paar. Ja, da ist doch einer. Hallo da hinten. Na, komm her. Komm her, du fucking Mistvieh. Ja, dieser bescheuerte Rauch. Oh Gott, schnell raus da. Die Sache ist halt, wenn sich diese Leiste füllt mit ihrem beschissenen Rauch, dann stirbt man instant. Und was danach noch passiert, man ist dann auch verflucht. Und verflucht heißt wiederum, dass man nur mal die Hälfte der Lebenspunkte hat. Gott fucking Ratten, ey. So, okay. Lief ja ganz gut. Zumindest für den Anfang. Oh, plündern. Wen kann ich hier plündern? Dich kann ich plündern. Dankeschön. Ist halt schon, muss man sagen, ein guter Spot, um Menschlichkeit zu farmen. Das kann man halt echt nicht abstreiten. Ich muss ja echt jetzt mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Hier ist nichts. Okay, das kann ich mir von der Seite nicht holen. Hallo, Basilisken. Da hinten sehe ich doch ein paar. Kann ich euch hier durchbeschießen? Ja, kacke. Na, geht doch. Ha, schön ins Auge. Ja, fuck. Nasch. Kann ich da echt nicht durchschießen? Ja, nehmen wir das nächste Loch. Treffe ich ihn noch irgendwann mal? Ey, ich habe doch gerade durchgeschossen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ja, dann leck mich. Machen wir das auf andere Art. Ja, geht leider nicht. Kacke. Ich will da nicht unbedingt reingehen. So, haha, nochmal ins Auge. Ey. Manchmal geht's halt und manchmal nicht. Na, komm. Nein. Jetzt im Ernst? Kann ich hier nicht durchschießen? Ja, dann leck mich doch.
Leck mich doch, bevor ich hier noch mehr Pfeile verschwende. Ah, Gott, und die Nase schon wieder. Bah. Machen wir das halt einfach in guter alter Handarbeit. Auch wenn ich damit ein verdammt hohes Risiko eingehe. Ich meine, die Mistviecher halten halt nicht viel aus, aber dieser Rauch von denen ist halt einfach fucking tödlich. Das ist ja die Scheiße an der Sache. Hey, du da hinten. Gott, natürlich schieße ich daneben. Natürlich schieße ich daneben. So, kommst du her? Komm her. Ja, komm, 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 komm. So. Okay, wieder einer weniger. Und ich muss mal schnell Pinkelpause machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Es kann weitergehen. Und jetzt ist mir auch gerade auf dem Klo so ein kleiner Fun-Fact zu Dark Souls eingefallen. Denn die Basilisken sehen ja so aus, als hätten die einfach riesengroße Augen. Aber das stimmt gar nicht. Diese Augen sind nur fake. Das sind nicht ihre richtigen Augen. Auch wenn es motherfucking danach aussieht. Ja, blas dich du mal schön auf. Mach deinen Kack. Und ich mach meinen Kack. Sehr schön. So, das war hier aber natürlich nicht der einzige. Oh Gott, der kommt, der kommt, der kommt. Huiuiui. Fuck, daneben. Oh fuck, ich stehe mittendrin, das ist nicht gut. Huiuiuiui. Wie gesagt, die fucking Leiste darf nicht voll werden. Das wäre mega ungünstig. Ich höre doch noch immer einen. Ja, natürlich. Geronimo! So, dich lasse ich gar nicht mal dazu kommen. So, und das ist auch interessant hier, diese Gestalt. Das passiert nämlich, wenn man von einem der Basilisken verflucht wird. Dann erscheint man in der Welt von anderen Spielern als solch eine Kristallgestalt. Oder was auch immer das sein soll. Bringt auch nichts, wenn ich die kaputt mache. Oh Gott, ey. Jungs, Jungs, Jungs. Ach Gott, warum müssen die immer zuerst die Attacke machen? Damit man ja nicht an die Fackel rankommt, hä? So. Oh. Da war doch noch einer, oder? Das waren doch drei da drin. Oder habe ich mich verzählt? Ja, ich habe mich natürlich nicht verzählt. Ja, jetzt geht er nicht zurück in den Gang. So. Okay. Die geben mir aber auch nicht mal viel Seelen. Das ist ja totaler Beschiss eigentlich. So, jetzt kann ich mir zumindest mal hier das Item mitnehmen. Der Ring des bösen Auges. Was war der nochmal? Ich glaube, der gibt ein TP. Ja, genau. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Die Legende besagt, dass dieser Ring den Geist des bösen Auges in sich trägt. Eine dunkle Bestie, die der Artorias getötet hat. Ja, aber gut, wir haben sowieso momentan nicht allzu große Ringauswahl, also können wir den gerne mal dazu nehmen. So, okay, jetzt bin ich gerade, muss ich sagen, rein orientierungsmäßig ein bisschen verwirrt, wo es hier nochmal lang ging. Mal, hier war doch... Stimmt, hier muss ich den fucking Sprung machen, dass ich zum Item komme. Bup, bup, bup. Ja, na geht doch. Ein bisschen Menschlichkeit. Ja gut. Sage ich nicht nein. So, und ich glaube, jetzt müssen wir wieder zurück, wo wir hier überhaupt runtergefallen sind. Da gab es nämlich auch noch einen anderen Weg und ich glaube, da geht's weiter. Das ist aber falsch. Hier muss ich durch. War das hier? Oh, schon wieder mal einer verflucht worden. Ja, sorry. Kann ich aber auch nicht viel dagegen machen. Ah, hier sind wir richtig.
Kommt hier wieder irgendwo eine fucking Ratte rausgesprungen? Ja, sieht nicht danach aus, aber da ist eine. Ach, Motherfucker Kirk kommt. Okay, Motherfucker Kirk kann mich aber mal am Arsch lecken. Denn bevor ich gegen den kämpfe, gehe ich einfach mal schnell hier hoch. So schnell wie möglich. Denn wenn ich gegen den sterben sollte, habe ich jetzt zumindest einen Shortcut geöffnet. Und das ist ja schon mega praktisch. So, da kann ich ruhig sterben und kann schnell wieder herunter. Ist ja schön. Ach Gott, da kommt Blobby. Ich hätte dich ja fast übersehen. Ja toll, ich hau natürlich voll daneben. Gott, geh doch bitte mal einfach weg. Ihr seid so nervige kleine Mistviecher. Das ist euch hoffentlich sowas von bewusst. So. So, dann suchen wir nochmal, wo ist Kirk? Wo ist Kirk? Der spawnt doch eigentlich immer da hinten irgendwo, glaube ich. Na toll, da vorne ist jetzt natürlich eine Nebeltür. Hoch, da ist er ja. Hey Kirk. Kirk, wo läufst du hin? Hier bin ich. Da komm ich runter. Scheiße, und ich war voll daneben. Das war ja mal mega doof. Kirk, hier komm hoch. Ja, komm schon, Kirk. Der Motherfucker mit seinen scheiß Blutungsschaden. Oh, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Oh, nochmal erwischt. Du bist aber auch ein kleiner Spacko. Oh, da bist du gut. Der Dunkelgeist ist besiegt. Yay! Menschlichkeit erhalten. Wunderbar. Und noch das Stachelschild. Und noch das Stachelschwert. Ich glaube aber nicht, dass das so unbedingt besser ist, oder? Gucken wir mal das Schild. Physisch 90. Das war doch aber, glaube ich, immer hier bei den Waffen und bei den Rüstungen von Kirk. Dass sie halt auch diese Stacheln dran haben. Man dann, glaube ich, schon allein irgendwie durchs Rollen auch Schaden machen kann. Das war, glaube ich, immer irgendwie so der Kniff an den Teilen. Gucken wir nochmal auf sein Schwert. Bin ich jetzt total blind? Habe ich es übersehen? Das ist weiter oben. Da, Stachelschwert. Ja, jetzt auch nicht so geil. Ist jetzt auch nicht so geil. Die Lieblingswaffe von Kirk, dem berüchtigten Geist der Finsternis, der wegen der knorrigen Dornen an seiner Waffe auch als Dornenkönig bekannt ist. Dieser fürchterliche Schwert fügt ausschließlich Hiebangriffe aus und verursacht starke Blutungen. Ja, das haben wir ja gemerkt. Das haben wir ja gemerkt mit den Blutungen. So. Aber das Schöne ist jetzt natürlich, Shortcut ist freigeschaltet. Wir können wieder zurück zum Leuchtfeuer. Wir haben fast 15.000 Seelen. Das heißt, ein paar Level sind mal wieder drin. Das ist natürlich mal mega geil. Und dann haben wir auch eigentlich schon damit den Shortcut zum Boss freigeschaltet. Den wir dann sehr wahrscheinlich, also was heißt hier sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in der nächsten Episode dann angehen werden. Aber vorher natürlich noch hier ein bisschen mit zack und zack. Ich kann sogar nochmal. Sogar nochmal. Na, nochmal Kondition. 49 Seelen übrig, das ist natürlich perfekt für den Boss. Dann kann man nicht viel verlieren, wenn ich wirklich drauf gehen sollte. Das ist doch mega gut gelaufen, muss ich sagen, in dieser Episode. Und ja, wie gesagt, den Boss, den erledigen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.